Mein Name ist Ulf Ehlers. Ich bin Professor an der Dualen Hochschule für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen. Wir haben zusammen eine Arbeitsgruppe aufgebaut, die Arbeitsgruppe Next Education, in der wir uns mit digitaler Transformation von Bildungsprozessen und Institutionen beschäftigen. Und meine Kollegin Patricia Bonodo, stell dich doch selber mal vor, Patricia. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin akademische Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule und beteiligt in Forschung und Lehre am Lehrstuhl für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen. Und in die Arbeitsgruppe Next Education bringe ich die Schwerpunktthemen Diversität und Educational Technologies mit ein. Und bevor ich gleich einen kleinen Überblick gebe über die Veranstaltung heute, wollten wir Sie gerne alle einladen, mit uns zu diskutieren. Und weil da erfahrungsgemäß immer zu wenig Platz für ist, haben wir ein Padlet vorbereitet. Der Link ist auch schon im Chat gepostet. Sie sind herzlich eingeladen, auch dort mit uns zu diskutieren. Der Vorteil davon ist, dass Sie sich die Diskussion nachher exportieren können. Im Chat hier können Sie aber gerne Fragen stellen. Wir werden uns nachher im Anschluss noch Zeit nehmen, die dann zu beantworten und einmal durchzugehen. Genau, und jetzt ein Blick auf unsere Agenda heute. Zunächst einmal wird Herr Ehlers uns einen Überblick über das Konzept geben unserer Grand Challenge 2020, das Veranstaltungskonzept vorstellen und die lerntheoretischen Bezüge herstellen. Und im zweiten Teil habe ich die dankbare Aufgabe, einen Einblick in die Lehrpraxis zu geben. Das heißt, wir hören Auszüge aus den hören und sehen Auszüge aus den Arbeitsergebnissen der Studierenden. Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Patricia. Es ist auch super zu sehen, dass jetzt schon so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier sind und alle nochmal herzlich eingeladen, im Padlet mitzudiskutieren. Ich hoffe, Sound und Bildqualität sind gut. Ansonsten auch gerne im Chat einmal Nachricht geben. Wie ich schon vorhin sagte, der Hintergrund ist der, dass wir über Future Skills forschen. Und Future Skills haben natürlich einerseits zu tun mit der Frage, was muss man eigentlich mitbringen in der Zukunft? Ja, Empathiefähigkeit, Ambiguitätskompetenz etc. etc. Wir haben dazu ein nextskills.org-Portal aufgebaut, wo wir diese Future Skills darstellen. Aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, Lehre auf eine ganz andere Weise zu machen, Lehre ganz neu zu denken, Studierende einzubinden in Projekte, in Fragestellungen, für die es keine richtigen und falschen Antworten gibt, sondern für die man sich Haltungen erarbeiten muss. Und eins dieser Themen ist das Thema der Digitalisierung und der Zukunft und der Zukunft der Gesellschaft vor allen Dingen. Was für Auswirkungen hat die Digitalisierung in der Zukunft der Gesellschaft? Und wie sieht die Gesellschaft aus, in der wir leben wollen, die Gesellschaft von morgen? Das war das Thema unserer Lehrveranstaltung. Wir haben spezifisch uns fokussiert auf künstliche Intelligenz und Big Data und haben den Studierenden die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus? Was denkt ihr, was für Folgen werden künstliche Intelligenz und Big Data, Machine Learning in der Zukunft haben? Wie wird unsere Gesellschaft dadurch geprägt werden? Und was sind Gefahren und was sind Chancen? Wie soll die Welt aussehen, in der wir morgen leben werden? Und zwar haben wir so einen Zeithorizont von ungefähr 10, 15 Jahren uns gewählt und haben die Studierenden gebeten, Projekte zu machen zu diesem Thema. Alles komplett online. Die Studierenden wurden dabei gecoacht von uns. Ich zeige das Design gleich nochmal im Detail. Es ging dabei um 5 verschiedene Themenbereiche, die Studierenden dann wählen konnten. Das eine war das Thema Arbeit der Zukunft in Zeichen von künstlicher Intelligenz. Das zweite Bildung der Zukunft in Zeichen von künstlicher Intelligenz. Dann auch das Leben des Einzelnen. Am Ende hat sich herausgestellt, dass das Fokusthema der gläserne Bürger sein wird. Dann auch die Kultur der Zukunft. Wie wird sich die Kultur- und Kunstszene eigentlich verändern? Und die digital vernetzte Gesellschaft, auch als Gesellschafts-, als politisches System und wie sie sich durch künstliche Intelligenz den Einfluss der Digitalisierung an der Stelle verändern wird. Und das ist natürlich ein Thema, was alle betrifft. Wir hatten die Chance, gleich 3 Kursgruppen, also 3 Vorlesungen gewissermaßen, in denen wir normalerweise dieses Thema haben,
komplett auf den Kopf zu stellen. Also drei Gruppen, das waren an die 100 Studierenden am Ende, die hier mitgewirkt haben, die sich diesen Themen zugeordnet haben. Und wir haben immer Fünfergruppen gemacht, und so dass wir am Ende 15, 16 Gruppen hatten, die, also 5er oder 6er oder 7er Gruppen, die dann jeweils eins dieser Themen bearbeitet haben. Und das Ziel war, dass die Studierenden hierzu Studien, Forschung machen, dass die Studierenden produktive Ansätze entwickeln und vor allen Dingen eins tun. Und das ist die Frage einer ethischen Analyse. Also die Frage beantworten, wie soll die Welt von morgen eigentlich aussehen? Und was für Empfehlungen würden wir geben, wenn wir ein Szenario kreieren könnten, damit sich der Einfluss der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz günstig entwickeln. Das Szenario, was wir als Veranstaltungsdesign entwickelt haben, sah vor, dass wir eine Reihe von sogenannten Challenge-Konferenzen gemacht haben. In diesen Challenge-Konferenzen wurden immer einzelne Themen bearbeitet. Beispielsweise wurden Strong Beliefs gesammelt von den Studierenden, Mission Statements für ihre Gruppen, also diese Themen Arbeit der Zukunft, Bildung der Zukunft, das Leben des einzelnen Bürgers in der Gesellschaft in der Zukunft und so weiter entwickelt. Und aus diesen persönlichen Bezügen, diesen Mission Statements, diesen Strong Beliefs, wurden dann ethische Annahmen entwickelt, ethische Analysen gemacht. Die Studierenden sind losgezogen und haben Studien, State-of-the-Art Research zu diesem Thema gefunden und haben angefangen, ihre Positionen zu entwickeln. Es ging ja darum, dass jede Gruppe ein Produkt entwickeln sollte, eine Reihe von Produkten, die später dann in einer studentischen Konferenz, der Grand Challenge 2020, einer kompletten Online-Konferenz, so ähnlich wie das University of Future Festival, nur viel, viel kleiner, entwickelt werden konnten und dann dort auch präsentiert werden konnten. Und zwischendurch fand Coaching statt. Patricia Bonodo und ich, wir haben die Veranstaltung zusammen gemacht, noch mit einigen Kollegen aus unserer Arbeitsgruppe auch, die an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen mit unterstützt haben. Das Ganze hat über Moodle stattgefunden, über Zoom stattgefunden. Die Studierenden haben sich natürlich über ihre eigenen Personal Learning Environments und Google Hangouts und so weiter vernetzt, haben sehr, sehr eigenständig gearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert, das hat uns überrascht. Und wir haben versucht, so ein bisschen den Motor und den Pace vorzugeben durch diese regelmäßigen Termine. Eine Challenge-Konferenz, zweite, dritte Challenge-Konferenz, in der jeweils dann die Arbeitsstände präsentiert und durch die anderen gefeedbackt wurden. Wir haben versucht, dabei umzusetzen, mit offenen pädagogischen Lehrszenarien zu arbeiten. Es ging also darum, das kann man hier auf der linken Seite der Grafik sehen, den Studierenden zu ermöglichen, ihren eigenen Arbeitsweg, ihren eigenen Lernweg zu finden. Und nicht nur das, sondern auch in einem weiten Rahmen wirklich auch ihre Themensetzung zu finden. Also wir haben lediglich Impulse gegeben, die großen Themen, Arbeit, Bildung, das Leben des Einzelnen, das politische System, Kunst und Kultur und so weiter, mit ihnen vereinbart. Und im Rahmen dieser Themensetzung konnten sie Schwerpunkte setzen, wie sie das für richtig hielten. Also dem Pfad folgen, dem sie letztendlich in ihrer Materialrecherche dann auch gefunden haben. Und dabei haben wir viel nicht nur offene Bildungsmaterialien eingesetzt, also Open Educational Resources, sondern die ganze Veranstaltung stand unter dieser Prämisse, dass das, was da produziert wurde letztendlich, was ich gleich noch vorstelle, die Produkte, die produziert wurden, auch als offene Bildungsmaterialien dann veröffentlicht werden sollten. Ja, die theoretischen Bezüge, auf die brauche ich, glaube ich, gar nicht so im Detail eingehen. Im Kern steht natürlich das problembasierte Lernen, wo man sozusagen aber nicht nur den Studierenden ein Problem präsentiert, was sie dann lösen sollen, was sie dann bearbeiten sollen, sondern wo es auch darum geht letztendlich, dass die Studierenden ihre eigenen Problemstellungen mit einbringen und die dann im Coaching mit den Lehrenden und mit den anderen Studierendengruppen gewissermaßen in einem großen Netzwerk einer lernenden Community
umgesetzt werden, weiterentwickelt werden. Das Ganze ist extrem Studierenden getrieben gewesen auch, also auch das Konzept des studierendenzentrierten Lernens. Und noch ein weiteres Konzept kommt da rein, was hier nicht so stark aufgeführt ist, aber was am Ende eine wirklich große Rolle gespielt hat. Und das ist das Konzept der Öffentlichkeit, ja. Also die Öffentlichkeit über diese Grand Challenge-Konferenz, die wir am Ende gemacht haben, die studentische Konferenz, in der es darum ging, dass Studierende nicht nur ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen ihre Ergebnisse präsentieren, sondern dass wir auch über Social Media und über die lokalen Medien, über unsere Pressestelle und so weiter und unsere Netzwerke die Öffentlichkeit eingeladen haben. Lehrende anderer Hochschulen, die Pressevertreter, und letztendlich dann auch wirklich viel Medienaufmerksamkeit bekommen haben. Der SWR ist gekommen, hat ein Feature gedreht, hat eine Studierendengruppe den ganzen Tag lang begleitet im Rahmen dieser Grand Challenge Konferenz und hat da einen TV-Beitrag zugemacht. Wir haben einen Radiobeitrag, das werden wir später alles auch noch mit Ihnen teilen. Was sollten die Studierenden denn jetzt eigentlich machen in diesem sehr offenen Design, was sehr, sehr Coaching-basiert, Mentoring-basiert war, sehr studierendenproblemorientiert war? Die Studierenden hatten die Aufgabe, sich vorzustellen, in was für einer Gesellschaft wollen wir in 10 Jahren leben und dabei insbesondere zu berücksichtigen, welchen Einfluss die KI und Big Data haben werden. So, das war ihre Aufgabe in diesen unterschiedlichen Themenbereichen Arbeit, Bildung, das Leben des Einzelnen, das politische System, Kunst und Kultur und so weiter. So, in diesen Bereichen, und sie hatten die Aufgabe, 3 Artefakte zu entwickeln. Ein Essay zu schreiben, ein kurzes Essay von 3-4 Seiten lang. Dann ein Filmclip zu entwickeln, einen kurzen Filmclip von 3 bis 4 Minuten, in der ihre, sagen wir mal, provokante These, ihre Hauptthese dargestellt wurde. Und dann im Rahmen der Abschlusskonferenz diesen Filmclip zu zeigen und einen TED-Talk zu halten. Also einen Kurztalk von 7 Minuten, Sie kennen alle dieses TED-Format, und dort zu präsentieren, was Ihre Main Findings waren. Das war eine ganz schöne Herausforderung, denn man kann immer lang und elaboriert sein, gerade wenn man ein ganzes Semester zu einem Thema in einer Arbeitsgruppe steht und arbeitet. Aber das wirklich auf die Kürze runterzudampfen, war eine große Herausforderung. Sie müssen sich das alle so vorstellen, dass hier 14 Studierendengruppen an Themen gearbeitet haben und am Ende in einer gesamten Studierendenkonferenz der Öffentlichkeit präsentiert haben, was ihre Findings waren. Für die Presse war das sehr, sehr interessant. Wir haben, wie gesagt, später auch noch Beispiele davon, was sozusagen die Presse daraus gemacht hat, was das Fernsehen daraus gemacht hat. Und das war ganz interessant. Da sagt jemand gerade im Chat, er kennt den TED-Talk nicht, das ist aber sozusagen sehr, sehr interessant, sich damit mal zu befassen. Es gibt ein Format, Technology Enabled Design oder so ähnlich heißt das. Das ist eine Plattform, in der im Wesentlichen es darum geht, dass man in einem kurzen Vortrag seine Hauptüberzeugung begeistert rüberbringt. Ja, das ist so die Hauptidee dabei, ist ein international durchgeführtes Wettbewerbsformat. Und es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Also, TED Talks. Wir haben von Anfang an ganz, ganz transparent gemacht, wie wir diese Essays bewerten, wie wir diese TED Talks bewerten und wie wir die kurzen Filmclips bewerten. Das sieht man hier, kann man leider so sehr, 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 sehr wenig sehen, wie wir sehr, sehr klein dargestellt. Wir werden das aber natürlich gerne teilen. Und für die Studierenden war von Anfang an klar, was eben sozusagen da im Mittelpunkt stand. Was vielleicht noch wichtig ist, ist zu wissen, dass wir nicht nur von dozierenden Sicht aus bewertet haben, sondern wir haben für diese Abschlusskonferenz eine bundesweit zusammengestellte Jury eingeladen aus anderen Hochschulen, Kollegen aus anderen Hochschulen, Medienvertreter, Studierende, Aktivisten im Online- und Open Educational Resource Bereich, im Hochschulentwicklungsbereich.
und haben mit dieser Jury dann die Beiträge, die auf der Konferenz gezeigt wurden, bewertet und haben die ersten drei Plätze ermittelt und haben dann einen von unserem Förderverein kleinen Preis gestiftet, den die Gewinnergruppen, die ersten drei Gewinnergruppen bekommen haben. Ja, das ist im Wesentlichen der Rahmen der Veranstaltung gewesen, sehr experimentell, aber wirklich so, dass er Lust gemacht hat darauf, dieses Format immer wieder durchzuführen, weil es ganz klar geworden ist, die Relevanz des Lernens, des eigenen Forschens ist den Studierenden von Tag 1 an klar gewesen. Es war keine Veranstaltung, wo sie vorgegebenes Curriculum rezipieren mussten, sondern eine Veranstaltung, in der es wirklich darum ging, dass das, was sie interessierte, zusammen mit den Dozierenden dann entwickelt in so ein Abschlussprodukt gegossen werden konnte. Und letzter Satz von mir, die Studierenden haben auch in einem studentischen Voting ihre Essays selber bewertet, sodass sozusagen auch noch ein Peer-Review-Thema dabei sozusagen umgesetzt wird. Patricia, ich übergebe jetzt an dich, um ein bisschen zu zeigen, mal in den Maschinenraum auch dieser Veranstaltung reinzugehen und zu zeigen, was da eigentlich so abgelaufen wurde. Und im Chat steht ja noch eine Frage, was waren denn so typische Themen eigentlich beim Coaching und war die Teilnahme der Studierenden an diesem Projekt eigentlich freiwillig? Wir können vielleicht die Fragen zum Schluss machen. Dann würden wir die vielleicht einfach so ein bisschen sammeln. Ich würde versuchen, mal einfach jetzt loszulegen, mal einen Einblick zu geben in das, was da bei passiert ist. Und ich würde gerne den Einstieg machen, indem ich zeige, was ist eigentlich dabei rausgekommen. Wir haben jetzt ganz viel gehört, wie war der Aufbau und was waren die Aufgaben und wie haben wir das von der konzeptionellen Seite aufgezogen. Und ich würde einsteigen, damit mal einen Auszug vorzulesen aus dem Essay, das den Essay-Wettbewerb, also das studentische Voting gewonnen hat. Und das trug den Titel, was wir hier schon sehen können, Entlastung oder Entlassung, KI und die Arbeitswelt im Jahr 240. Und die Studierenden haben als Format mit dem Essay ein sehr kreatives Format bekommen, das sie auf jeden Fall vor eine große Herausforderung gestellt hat. Das werden wir später auch nochmal hören. Aber eben ihnen auch die Freiheit eingeräumt hat, ganz kreativ mit der Fragestellung Empfehlungen zu erarbeiten, umzugehen. Und diese Gruppe hat sich ein System ausgedacht, EUCAL. Und das stelle ich kurz vor und lese dazu einen kurzen Auszug vor. Dabei geht es um die Absicherung und Wirtschaftswachstum durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Immer mehr Arbeitsaufgaben werden in Zukunft durch eine KI übernommen. Experten der Bertelsmann Stiftung sehen dafür für eine langfristige positive Gestaltung des Berufslebens und zur Minimierung sozialer Spannung ein bedingungsloses Grundeinkommen als wichtig. Dies ist besonders in einem zunehmend dynamischer werdenden Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. Die Auswirkungen von KI auf die Arbeit sind kein nationales Phänomen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass getroffene Entscheidungen möglichst allgemein gelten, um international Anwendung zu finden. In Europa ist die EU-Kommission daher gefordert, ein Dekret zu erarbeiten und allgemein verbindlich durch das Europäische Parlament zu beschließen. So kann die europäische Souveränität gestärkt werden. Um die finanzielle Herausforderung des Grundeinkommens zu stemmen, muss eine sichere Finanzierung gewährleistet werden. Als Lösungsansatz dienen die Bemessungen und Versteuerungen der Arbeitsleistung einer KI. Diese generiert einen wirtschaftlichen Mehrwert und ersetzt einen Arbeitnehmer und dessen Steuerabgaben. Unsere Idee ist das sogenannte EUCAL, European Contract for Artificial Labour, welches bis 2040 von der EU-Kommission erstellt werden muss. Es bildet die Basis einer Berechnung für die Sozialabgaben. Alle europäischen Mitgliedstaaten müssen sich zu diesem bekennen, um das langfristige wirtschaftliche Wachstum und ein soziales Auffangnetz zu sichern. Außerdem soll das individuelle gesellschaftliche Wohlergehen verbessert werden. Ziel ist es, die Arbeitsleistung einer KI greifbar zu machen und somit ihren Beitrag zu einem demokratischen Zusammenleben einzufordern. Genau, das war der Einblick in ein Essay. Dabei sieht man eben, dass die Studierenden sind ganz unterschiedlich mit ihren Themen umgegangen und eine Möglichkeit war es auch, solche Ideen wie den EUCAL zu entwickeln. Ich würde gerne als nächstes noch einen Einblick gewähren in unseren, in die Filme und
Dazu sehen wir zwei Kurzfilme, die entstanden sind. Hallo, das ist Tom. Und so wie du ist Tom ein wahlberechtigter Bürger. Demnächst stehen die Wahlen an und Tom versucht sich darauf vorzubereiten. Bei der Vorbereitung merkt Tom, dass er noch ein Problem hat, welches ihn in seiner Entscheidung behindert. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Parteien, die unterschiedliche Versprechen abgeben oder mit verschiedenen Leitsätzen werben. Wie soll man da denn nur die richtige Wahl treffen, denkt sich Tom. Politiker sagen das eine, aber machen doch eh was anderes, denkt sich Tom, was ihn zusammen mit der großen Informationsflut noch mehr verwirrt. Enttäuscht und mit seinem Gefühlschaos entscheidet Tom, sich an den PC zu gehen und entdeckt sofort einen Werbespot über eine Wahl-KI. Können Sie sich auch nicht entscheiden, welche Partei Sie in Zukunft wählen sollen? Das ist alles gar kein Problem. Die Lösung ist unsere entwickelte Wahl-KI. Und wie kann das Ganze funktionieren? Dank des praktischen Single Sign-On-Accounts, den jeder Bürger besitzt, und der strikten Regulierung durch den Staat, können Sie sich ganz einfach auf dem Handy, Laptop oder auf dem PC anmelden und müssen keine Angst haben, dass Ihre persönlichen Daten missbraucht werden. Nach dem Anmelden kann die KI auch schon direkt loslegen mit dem Kochrezept. Dafür werden Ihr Musik- und Filmgeschmack analysiert, aber auch das Kaufverhalten im Internet, sowie Ihr Social-Media-Auftritt auf Facebook und Co. Ihr persönliche Interessen und das Suchverhalten im Browser werden natürlich auch einberechnet. Darüber hinaus können weitere Informationen, welche im Internet zur Verfügung stehen, einbezogen werden. Als i-Tüpfelchen kommt die Analyse der Parteien und der entsprechenden Politiker des Wahlkreises dazu. Dabei spielt ihr Verhalten und die Einhaltung von Wahlversprechen eine Rolle. Daraus ergibt sich ein perfekter Abgleich zwischen den Parteien und ihrer Meinung, damit sichergestellt werden kann, dass ihre Stimme bei qualifizierten Politikern landet. Tom probiert das direkt aus und hat sofort die perfekte Partei für sich entdeckt. Während Manfred und Bob noch gar nicht wissen, wen sie wählen sollen, hat Tom dank der Wahl-KI eine Idee, wen er wählen kann und muss sich keine Gedanken mehr um die Wahl machen. Okay, ich weiß nicht, ob der Ton zu hören war. Ich habe gerade gehört, dass er nicht für alle zu hören war. Aber auch in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt darauf verzichten, auch das zweite Video noch abzuspielen. Einfach, um auch noch einmal die Chance zu haben, zu erklären, dass dieses Thema Wahl-KI zum Beispiel so ein Frösteln erzeugen kann. Und die Studierenden haben solche Situationen dann genutzt, in ihren TED-Talk, nämlich das nächste Format, überzuleiten. Und das anhand ihres Talks auch nochmal zu diskutieren. Wir hören, wir können auch nochmal kurz in so einen TED-Talk hineinblicken. Ansonsten gibt es auf unserer Website, die ich hier auch schon mal in den Chat gepostet habe, den kompletten Mitschnitt zu sehen und natürlich auch alle Artefakte, die wir jetzt gerade gehört haben und noch ein paar mehr. Und genau, wir hören einmal ganz kurz in die Grand Challenge und können uns einmal so einen TED-Talk anschauen. So, gleich geht's los. Vielen Dank. Wie überlegen darf die KI der Menschheit gegenüber wirklich sein? Um die Frage zu klären oder ein Stückchen näher zu kommen, gehen wir doch mal alle zusammen in unsere Schulzeit zurück oder in die Zeit, wo wir sehr enthusiastisch einem Hobby nachgegangen sind. Und es ist vollkommen egal, ob es dabei um einen Musikverein ging, um Sport, Fußball, vielleicht auch Leichtathletik. Um was ging es? Um Klassenarbeiten, um Wettkämpfe? Oder vielleicht wollten wir auch einfach jemandem zeigen, wie gut wir wirklich in etwas sind. Und dann gibt es die Situation, eine Situation, die so oder so ähnlich bestimmt jeder von euch kennt. Man gibt alles. Vom ersten Moment bis zum Ziel. Wahnsinnig fokussiert und zielgerichtet versucht man sein Bestes zu geben. Man lernt, ist unermüdlich. Und dann, ja, dann gibt es diese eine Person, die einfach noch ein bisschen besser war in dem, was sie tat, weil sie es schneller gemacht hat, effizienter oder einfach zielgerichteter. Nun, was wäre, wenn es jemanden gäbe, eine künstliche Person in Zukunft, die einfach in allem, was sie tut, aufgrund ihrer Gegebenheit besser wäre als wir? Was würden wir tun? Nun, vielleicht denken wir auch da zurück an die Zeit. Was haben wir denn früher gemacht? Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben dem Streber
wie wir im Sprachgebrauch dazu sagen, gesagt oder ihm Ablehnung gegenübergebracht. Oder auf der anderen Seite haben wir versucht zu lernen und zu verstehen, warum er so gut war, was er denn besser gemacht hat als wir. Genau, also das war ein kurzer Einblick. Und damit die Zeit uns nicht ganz davonrennt, wollte ich einen ganz wichtigen Aspekt noch nicht unerwähnt lassen, den Herr Ehlers vorhin schon mal kurz angesprochen hat. Wir hatten über unsere Hochschulkommunikation die Presse eingeladen, der Stream, der Grand Challenge war auf YouTube verfügbar, live. Und wie schon erwähnt, haben wir auch ein relativ breites Medienecho erhalten. Jetzt hängt leider unsere Darstellung, genau. Und es wurde ein Beitrag gedreht, und zwar ein Radiobeitrag und ein Film ein Filmbeitrag gemacht. Und das Wichtige daran war, dass die Studierenden dabei im Mittelpunkt standen. Es ging nicht darum, ein innovatives Lehrformat vorzustellen, sondern es ging darum, zu zeigen, welche Visionen Studierenden entwickeln für eine Zukunft im Lichte der KI. Und ihre Empfehlungen standen im Mittelpunkt und sie mit ihrem Fachwissen und Expertenwissen. Und das war für die Studierenden, und das können wir gleich auch nochmal hören, eine total wichtige Erfahrung und auch ein großer Faktor der Wertschätzung, weil eben sie mit dem, was sie da erarbeitet haben, nicht nur eine gute Note sich erarbeiten konnten, sondern auch einfach Wissen angeeignet haben, was sie in dem Moment schon direkt zur Expertin oder dem Experten werden ließ. Und der Beitrag ist auch auf der Webseite zu finden, die ich verlinkt habe. Aber was wir hier nochmal ganz anschaulich machen wollen, ist das Feedback der Studierenden. Wir haben das über ein Padlet abgefragt. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten des Feedbacks eingeräumt. Wir haben E-Mails bekommen mit Feedback nach der Veranstaltung und wir haben auch einen Podcast produziert. Und da würde ich ganz gerne nochmal kurz mit allen zusammen reinhören. Der ist auch in voller Länge dann auf der Webseite verfügbar. Und zwar, kleinen Moment. Vor der Grand Challenge hatten die Studierendengruppen verschiedene Artefakte erarbeitet und sich dabei mit der Zukunft mit KI auseinandergesetzt. Wir haben im Anschluss an das Event mit Vertreterinnen und Vertretern aus 4 Studierendengruppen gesprochen und sie dabei zunächst gefragt, welche 3 Wörter ihnen einfallen, wenn sie an die Grand Challenge und die dazugehörige Lehrveranstaltung denken. KI, Kreativität, Freiraum. Anstrengend, interessant, zukunftsorientiert. Wir sagen lehrreich, futuristisch, KI. Außergewöhnlich, anstrengend, modern, neuartig. KI, Zukunft, die Auseinandersetzung, also das Neue befassen. Positives Potenzial, Zukunft, auch eine Herausforderung. Für mich war es mal eine andere Perspektive einzunehmen, also auch gerade in Bezug auf die Zukunft. Anschließend wollten wir... Genau, also... Es wurde überwiegend positiv aufgenommen. Was wir jetzt schon gehört haben, sind auch, trotzdem haben wir alle Learnings mitgenommen. Die Arbeitsbelastung für die Studierenden zum Beispiel war riesengroß und wir durften auch nochmal einen ganz schönen Zugewinn machen in Sachen Datenschutz der Studierenden, weil wir eben für jedes einzelne Artefakt, das wir veröffentlichen wollten, auch eine Freigabe brauchten. Die Studierenden mussten einverstanden sein, live gestreamt zu werden. Das hatte viel Erklärungsbedarf und das ist auch gut so, aber es hat uns nochmal sensibilisiert, jetzt aus der Lehrendenperspektive. Und die Studierenden haben uns auch zurückgemeldet, dass sie zum Beispiel ein großes Learning darin hatten, solchen offenen Lehrformaten eine Chance zu geben. Und sie haben sich in der Kreativität zum Beispiel gefördert und eben auch sehr wertgeschätzt gefühlt. Genau, und die uns jetzt noch verbleibenden 4 Minuten, die wir noch überziehen dürfen, können wir vielleicht noch ein paar Fragen aus dem Chat beantworten. Wolf, du bist noch nicht zu hören.
Okay, also dann würde ich jetzt einfach mal den mal übernehmen und mal gucken, welche Fragen es da gibt. Also die Studierenden, die haben freiwillig teilgenommen, ja. Nein, die haben nicht freiwillig teilgenommen, das war Teil ihres Lehrplans. Das war das letzte Semester Wirtschaftsinformatik und früher hieß die Veranstaltung Technikfolgenabschätzung. Die typischen Themen beim Coaching waren vor allen Dingen der Arbeitsaufwand, aber auch Inhalte. Also wir haben eben für das Selbststudium ein paar Inhalte zur Verfügung gestellt und das Ganze wurde dann individuell in den Coachings ergänzt. Darüber hinaus haben die Studierende die Chance genutzt, ihre Vision, ihre Ideen zu besprechen und auch nochmal sich neuen Input zu holen und auch nochmal sich neu auszurichten in der Gruppe, Gruppenprobleme zu diskutieren, sowas in der Art. Genau. Patricia, ich glaube, ja. Ulf hat das auch schon zum Teil beantwortet. Okay. Eine offene Frage, die ich hier finde von Britta. Glauben Sie, dass die Pandemie Einfluss auf die Arbeiten der Studierenden hatte? Falls das ein bisschen eine längere Frage, vielleicht kannst du, hast du Gelegenheit, da noch mal einzugehen? Also inhaltlich vor allen Dingen deswegen, weil alle, glaube ich, erlebt haben, wie schnell wie schnell sich Bedingungen ändern können, indem wir zum Beispiel Bildung organisieren. Also ich glaube, das war so das, was sie am meisten beeinflusst hat und auch daran hat glauben lassen, dass es viele Veränderungen gibt. Bis zum Jahr 2040, da sind Informatiker wohl irgendwie fachbedingt und Informatikerinnen fachbedingt ein bisschen zurückhaltender normalerweise.